So, Hallöchen. Ich wollte euch mal heute was zeigen. Das habe ich aus der Batteriesammelkiste gegriffen. Ist eine Powerbank. Hab bloß ein kleines Problem. Mir fehlt ein Teil. Ich weiß nicht, wo ich das hingeräumt habe. Ich habe es mir weggepackt und es ist weg. Ich weiß nicht. Es passiert immer wieder. Irgendwas packe ich mir weg und dann finde ich es nicht wieder. Oder irgendwann später mal. Ja. Deswegen habe ich das jetzt nicht ganz so original. Erst einmal, das ist eine Powerbank mit angeblich 10.000 mAh. Steht drauf Input 5 Volt 2 Ampere und Output 5,1 Volt 2,1 Ampere. Kapazität Minimaltyp steht hier, das ist Min und dann Typ. 9.510 Minimum, 10.000 typisch, 34,23 Wattstunden minimal. Und 36 Wattstunden im typisch. So, das steht hier drauf, Made in China, Datum 2.20.16.06, also 2020 müsste es sein. Oder? 2.16.06, keine Ahnung. Risk of fire and burn, do not open, crash, heat above 60, or increase, increase oder wie? Follow manufacturers instruction, ja. Gut, aber wenn ich auf den Knopf drücke, passiert nichts. Sie hat auch einen sehr merkwürdigen Fehler. Ist ein sehr einfacher Fehler. Nachdem ich sie auf hatte, ein sehr einfacher Fehler. Ich muss sie jetzt leider hier über das Netzteil machen. Nur das Kabel ist nicht lang genug. Wie machen wir das denn? So. Ich hoffe, man kann sehen. Ich komme jetzt leider nicht weiter rüber. Die Ladeanzeige, die macht. Ja, sonst was. Machen wir das so hin. Es ist ein wirklich einfacher Fehler. So, und was mir hier fehlt, jetzt im Moment, um die nachher wieder zuzuschrauben, weil die wird geschraubt, ist eine Platte, die hier rüber kommt. Obwohl, die könnte ich mir auch 3D drucken, ist ja nicht so schlimm. Und dann schraube ich das Ding wieder zu. Geht auch, wenn ich sie nicht wiederfinde. Irgendwo muss sie ja sein. Und auf der anderen Seite, ich habe schon mal rausgedrückt, da ist auch eine Platte. Auch vier Schrauben und dann kommt das Ding raus. Man hat schon gesehen, es sind drei 16850er Zellen. Und so im ersten Moment, glaube ich, kann man es noch nicht direkt sehen. Vielleicht sieht es ja einer. Aber ich kann es ja jetzt zeigen. Hier der eine Anschluss. Der ist ab. Da ist die Punktschweißung irgendwie abgegangen. Warum auch immer. Ist nicht viel drauf. Ich habe keine große Spule gesehen. Jetzt hat sie gerade irgendwas. Jetzt fängt sie an zu leuchten hier. Und sie ist in dem Sinne voll. Wenn ich den Kontakt drauf halte. Ich brauche den bloß anlöten. Und dann funktioniert sie wieder. Ich habe auch die Zellen gegoogelt, weil 10.000 Ampere. Milliampere-Stunden hat mich ein bisschen irritiert bei drei Zellen. Normal haben die ja so 2,5 Ampere, aber die hier, laut Datenblatt 3350, wenn ich mich jetzt recht erinnere, aber insgesamt sollen das 10.050 Milliampere-Stunden sein, die die Akkus zusammen haben. Die sind alle parallel, ist nichts in Reihe. Ja, das ist alles. Und Ladestrom, bla bla, weiß ich nicht. Ich kann noch mal, wenn es einen interessiert, noch mal den Nummer sagen. LGGBF1L1865. Ich kann es auch noch mal ins Bild halten, wenn einer selber googeln möchte. Also kann hinkommen, dass es 10.000 ist. Und wenn sie eigentlich jetzt noch voll ist, ich habe sie ja nicht geladen. Noch mal gucken, ob der jetzt wirklich sagt, die sind wirklich voll. Mal so, dass man es sehen kann. Nicht Ampere. Wenn, dann muss ich noch spannen. Das im Minus, das im Plus, 4,13. Jo. Also sie ist in dem Sinne voll. Es ist nicht günstig, dass sie jetzt so vollgeladen da irgendwie rumlag.
Ich weiß nicht, wie lange sie da so gelegen hat oder wo sie schon so lange gelegen hat, ist nicht günstig, mögen Zellen nicht. Eigentlich so bei 50 bis 70% Ladung und dann lagern. Also das funktioniert. Ich brauche hier immer wieder mal irgendwo eine Powerbank. Zum Beispiel für die Kamera hier, der Akku, der da innen drin ist, der hält einfach nicht lang genug. Bin hier immer mit Netzteil am Rumeiern. Aber so einen kleinen Hohlstecker werde ich mir nochmal besorgen und dann werde ich mal einen USB-Stecker dran machen und dann, weil die Kamera kriegt auch 5 Volt. Aber darüber wird sie nicht geladen. Sie lädt den Akku nicht intern. Der muss extern geladen werden. Es ist nervig. Wenn der Akku leer ist, dann muss ich erst den Akku rausnehmen, dann muss ich den woanders laden und dann wieder in die Kamera. So habe ich jetzt Strom an der Kamera dran und der Akku wird so eigentlich nicht geladen. Aber so könnte ich eine Powerbank nehmen, das ist auch okay. Da bin ich ein bisschen flexibler. Nur eben diese kleinen Dinger hier, ist auch aus einer Batteriekiste, die zum Beispiel benutze ich für mein Mikrofon. Nicht für das, was ich jetzt habe, da habe ich jetzt Dings, das Tascam dran. Ne? Die hatte ich mir mal irgendwann gekauft beim Saturn, Intenso, Gutenbergstraße, Vechta. Was soll die haben? 2600 mAh bzw. 9,62 Wattstunden. Die funktioniert auch. Die habe ich auch gerade erst wieder gefunden. Die habe ich gekauft. So. Und die habe ich dann auch noch gefunden. Das ist auch noch eine Real Power oder wie die heißt. Die hat auch noch, also bis jetzt haben sie mich nicht im Stich gelassen. Handy lade ich darüber eh nicht. Und dann habe ich hier eigentlich noch einen ganzen Haufen andere Dinge gefunden. Aber ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe den IC getötet. Da kam dann magischer Rauch raus. Und die Zellen waren kurz geschlossen. Ich habe noch irgendwo einen so ein Teil, musste die Dinger wirklich so schnell es ging irgendwie auseinanderreißen, um die Zellen da von der Elektronik zu trennen, weil die waren wirklich kurzgeschlossen. Wenn dieses IC durchbrennt, ist der Akku kurzgeschlossen. Das ist doch Kacke. Und ich glaube, das Gehäuse davon habe ich sogar noch hier irgendwo. Ach nee, das ist die, die ich mir auch noch gekauft habe. Ja. Hier. Grundig. Powerbank. Was hat die gekostet? Kapazität 1008. Stinknormale Zelle drinne. Was ist denn das überhaupt für eine? Toll. Den Aufdruck am Ende machen. ITR 16, nee, 18650, schätze ich mal, 2019. Sorry, also das Ding habe ich, das habe ich gekauft, aber ein so ein Ding in Weiß habe ich auch noch irgendwo gefunden und da ist die Elektronik, die ich gerade gezeigt habe, raus gewesen, wo ich das IC getötet habe. Naja gut, und nochmal ganz kurz am Rande für den Dennis, wenn du zuguckst, wollte ich jetzt kein extra Video drüber machen. USB 3.0 PC Express Karte habe ich da, ich kann sie bloß nicht einbauen, ich habe keinen Platz. Kein Port, wo ich sie reinstecken kann. So, das war eigentlich alles. Das wollte ich euch nochmal schnell zeigen. Manchmal ist es wirklich ein ganz simpler Fehler. Oder die Zellen sind leider unterladen, also unter der Ladespannung gefallen und die Elektronik schaltet ab. Dann brauchen die Akkus, wenn ich sie dann messe, haben dann noch so knapp 3 Volt, ganz knapp. Aber die Elektronik schaltet nicht frei. Wenn ich die Akkus dann manuell ein bisschen nachlade, dann schaltet die Elektronik wieder frei und dann kann ich die Batterien wieder benutzen. Komisch. Echt eigenartig. Aber das sind halt Wegwerfprodukte. Achso, das Ding habe ich jetzt. Hier steht MiCom drauf. Was genau man das sehen kann. Kann man das sehen? Oh, in der Kamera kann ich es jetzt nicht erkennen. Da. Darunter habe ich geguckt, die haben noch andere, die kosten 20 €, wenn sie nach Deutschland gehen ist. Aber ich habe sie in keinem deutschen Shop gefunden. In dem Sinne. Naja gut, ich werde sie wieder anlöten und dann habe ich wieder eine.
Gut, dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.